Leben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Isa und ich habe zu diesen beiden Sets, also Bund der Gleichgesinnten und Sturm am Firmament, noch nicht so viel geöffnet. Deswegen habe ich mir gedacht, ich organisiere mal zwei Mini-Displays und werde die einfach wöchentlich oder vielleicht sogar zweimal die Woche immer pro Ding zwei Booster öffnen und wir schauen mal, was wir aus diesen Displays so ziehen können. Erstes Video. Ja, let's fetz. Einmal, zweimal. Wir starten. Ich starte immer mit Sturm am Firmament und mache nachher Bund der Gleichgesinnten auf. So, dala. Erster Booster, erstes Glück. Die Codekarten behalte ich mir einstweilen, außer bei guten Puls natürlich bekommt ihr was. Weil ich ja jetzt mit TCGO auch anfange und sehr gespannt bin da auch. Oh, Entschuldigung. So. Ja, wie ich da so im Spielen bin, ihr werdet das mitverfolgen können. Aber jetzt fangen wir mal an mit einer Wasserenergie. Alablis. Reptain. Energieumschalter, ein Schuppett, ein Hydropie, ein Kindwurm, Blummel, Gagabor, Reverse Holo Notgürtel und gleich eine GX zum Anfang. Wow! Kolosand habe ich glaube ich noch nicht. Cool! Freue ich mich. Also. Ja, das war, glaube ich, wirklich der erste Booster, oder? Aus diesem Display. Cool. Cool, cool. Da kann man gar nicht mehr sagen dazu. Dann sind wir mal gespannt, was sonst noch in diesen Displays drinnen ist. Nächster Booster, nächstes Glück. So. Bin ja auch gespannt auf die Artworks aus Bund der Gleichgesinnten. Weil ich da eben noch nicht so viel geöffnet habe, ist es auf jeden Fall spannend. Ein Schluck weg. Expedition ins Unterirdische. Metheno. Lampi. Schluppuck. Tuska. Flemli. Schuppett. Eine Reverse Holo. Expedition ins Unterirdische. Und Meditalis, unsere normale Rare. Boah. Auch eine coole Karte mit einem coolen Artwork eigentlich. Ja, finde ich schon. Gut, das waren unsere Booster von Sturm am Firmament. Jetzt kommen die vom Bund der Gleichgesinnten. Uiuiui. Ja, lass mal gleich mal so. Vom neuen Set eine Codekarte. Also ist jetzt nicht mehr das Neueste, es gibt ja schon verborgenes Schicksal. Aber vom 11er Set. So, dala. Wir hoffen auch einen guten Pull in diesem Booster. Voltolos. Dragonir. Frobaila, Zurokex, Zabladin, Dragosso, Shadrago. Ah, das sind wieder tolle Karten für mein Set, also für meine Sammlung. Knilz. Wow, schön. Ich mag dieses Celebi. Ich habe es, glaube ich, auch schon Holo gezogen, aber jetzt habe ich es noch in Reverse Holo. Der Reset-Stempel in Secret Rare. Wow. Ja. Ja. toll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Cool. Ja, das Elfer-Set, ja, beschafft mir jetzt schon ganz schön
Ein Celebi in Reverse Holo für meine Sammlung. Und wie sich das anfühlt. Und ein Reset-Stempel. Cool. Cool. Ich bin gespannt, was in dem Display sonst noch so drin ist. Ich werde auf jeden Fall die Pulse zählen. Und bin gespannt, was diese Mini-Displays so noch raushauen. Hoffen wir mal, dass da jetzt noch was kommt, nachdem da die zwei jetzt schon dabei waren. Nochmal von SM11 ein Code für euch. Viel Spaß damit. Ich freue mich, ich freue mich. Und weiter geht's. Wow. Das waren die ersten beiden Booster, oder? Also bei jeweils, ne? Einmal eine GX, einmal ein Reset-Stempel, ein Reverse Holo Celebi. Ja, kann so weitergehen, kann so weitergehen. Eine Elektroenergie. Komandutan, ein neutrales Pokémon. Schwächewächterenergie. Stadion-Navi. Onix. Ich finde Onix auch ein tolles Pokémon. Finneon. Ein Alola-Slimer. Laukaps. Dratiri. Eine Reverse Holo. Kavalanzas. Der entsteht, glaube ich, durch Laukaps. Und Agoyon GX. Wow, da fliegt mir gleich alles runter. Ja, ist jetzt nicht mehr die wertvollste Karte, aber cool. Ja, Wahnsinn, oder? Also Bund der Gleichgesinnten ist das Display am Anfang, die ersten zwei Booster auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Ich hoffe, dass wir da trotzdem noch so ein bisschen einen Mix drinnen haben werden an unseren Pools und die nächsten Videos dann nicht gar keine haben. Aber selbst wenn, wir packen zwei Mini-Displays auf und ich freue mich darüber. Die zwei Karten kriegen natürlich auch gerade noch. Eine Sleeve. Und dann würde ich sagen, ein kurzes Recap für die Skipper unter euch, nee, für alle. Wir haben so da da aus Sturm am Firmament ein Kolossand GX gezogen. Schöne Karte, fehlt mir noch im Set in meiner Sammlung und ich freue mich darüber. Und jetzt sind wir mal die anderen Artworks alle weg. Das war hier, ne? Und dann zwei schöne Reverse Holos. Ein Kavalanzas. Ein Celebi. Und eine Agoyon GX. Coole Karte. Und den Reset-Stempel. Cool, oder? Ich finde es so cool. Ja, schönes Video, hoffentlich. Schöne Puls auf jeden Fall für mich. Und ich freue mich. Ja, toll. Wir sehen uns wieder in den nächsten Videos. Ich werde TCGO, diese Videos und so weiter immer ein bisschen abwechseln, damit ihr eine schöne Abwechslung drinnen habt. So, ja, fokussieren bitte. Und wir sehen uns wieder. Danke fürs Zuschauen. Eure Isa. Ciao.